Okay. Ja, also was wir hier sehen, ist eine Arbeit irgendwie namens Obi. Die ist entstanden aus einer Obi-Umzugskiste. Und Obi-Baumärkte gibt es seit 10 Jahren in Athen. Und das hat Flat mir dann geschickt. Und weil es auch was mit den Mosaiken zu tun hat, die ja in Griechenland zwar nicht erfunden wurden, aber die Blütezeit eingeläutert haben. Also die haben die mit figürlichen, ornamentalen Schmuck erweitert, die Griechen. Und vorher waren das einfach nur mit Steinen belegte Bodenflächen. So, aber das war mir als Thema dann auch nicht so richtig recht, obwohl ich sagen muss, dass hier der Flattenmeer auch das Wort gebraucht hat, was mir lange gefehlt hat, nämlich irgendwie das Wort Mosaik, weil ich wusste eigentlich nie, wie ich, es gibt noch mehrere Arbeiten, wo mit so Kartongeschichten. Und ich wusste eigentlich nie, wie ich die benennen soll, ob das jetzt auch Collagen sind, aber es sind ja eigentlich keine Collagen. Collagen, da geht ja was übereinander und sowas. Gibt es ja verschiedene Ebenen, die man übereinander klebt. Also das nur dazu. Aber ich wollte es nicht als Thema für Athen benutzen. Wie gesagt, ich wollte auch was Eigenes machen. Ne? Und das kann jetzt auch mal weg, klappt mir. Wollte was Eigenes machen und habe dann viel über Griechenland gelesen. Auch hier nochmal vielen Dank an Harald für die ganz vielen Links, ne, die da in deinen Mails mal dabei waren, über Griechenland und solche Sachen. Und da habe ich mir ganz viele Fotos angeschaut und sowas und hatte dann die Idee, ach, mach doch irgendwas mit der Akropolis, ne? Dieses Wahrzeichen, was für mich so eine Art von Pfeil auch hat, diese Säulen und oben dieses Dach. Und dann fing ich da an, im Photoshop die Akropolis auseinanderzuschneiden und neu zusammenzusetzen. Und das war als irgendwie nichts. Ne? Ich war einfach nicht glücklich damit. Ne? Und dann bin ich wieder zurück und dachte, was machst du dir so einen Umstand? Jetzt guck doch mal, wie ich sonst so arbeite. Und das zeige ich euch jetzt mal. Kannst du die Seite 2 der Arbeitsbeispiele einblenden? Glaub mir. Ja, genau. Also, das sind jetzt zum Beispiel Sachen aus oben, das ist sieht man ja aus dem Plakat irgendwie der letzten Wahl von den Grünen. Und unten ist diese Preisschilder vom Netto, die immer an den Regalen hängen. Und also aus gefundenen oder sonst woher besorgten Sachen mache ich Collagen. Ne? Kannst du auch mal das zweite jetzt zeigen? Die dritte, genau. Da sieht man es wieder. Ne? Das ist ein Plakat und unten, das ist so ein Werbeprospekt vom Baumarkt. Ja, aber da möchte ich jetzt einfach zeigen. Da möchte ich jetzt auch nicht auf weiter eingehen, auf den Inhalt dieser Sachen, sondern ich würde gern dann wieder zurück zu der griechischen Welt. Kannst du löschen? Sag mir bitte. Okay, danke. Naja, und dann bin ich wieder in die griechische Welt abgetaucht und kam dann irgendwann zum Punkt, der mich so berührt hat, nämlich, dass das halt, wie man das ja auch so weiß eigentlich, dass da viel anfing in Griechenland. Ne? Also Demokratie und die Olympischen Spiele und das ist der Ursprung von Europa. Und also was mich fasziniert hat, war halt dieser Anfang. Und hatte das so irgendwie im Kopf, der Anfang von irgendwas und habe dann mir weiter Sachen angeguckt und hatte dann natürlich auch im Kopf, wie ich sonst so arbeite. Und dann lief mir irgendwann das griechische Alphabet über den Bildschirm. Und da hat mich dann fasziniert,
dieser Buchstaben, Alpha. Zwar genau der Kleinbuchstabe. Kannst du mal kurz zeigen? Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug zu der Geschichte von dem Buchstaben Alpha. Das ist die vierte Seite. Genau. Ja. Also der ist, sieht man hier, Alpha ist entstanden aus einem Stierkopf. Das Zeichen geht auf den phönizischen Buchstaben Aleph zurück, der wiederum ursprünglich einen Stierkopf darstellte. Und wenn man ein großes Alpha auf den Kopf stellt oder ein kleines um 90 Grad dreht, dann kommt man zu diesem Buchstaben. Ich finde den sehr, sehr schön. Er gefällt mir sehr gut, auch diese dicken und dünnen Linien und dieser Körper. Und es hat natürlich auch inhaltlich mit dem Stier, mit Europa, mit dieser Geschichte was zu tun. Und wird ja auch in der christlichen Religion verwendet. In der Offenbarung des Johannes taucht er zum ersten Mal auf, ne? Der Anfang und so. Und dann habe ich mir gedacht, dann arbeite doch mit dem Alpha in gewohnter Art und Weise. Kannst du wieder wegmachen, bitte, Flatten. Danke. Und dabei entstand dann diese Kombination. Kannst du jetzt mal zeigen, Flatten, diese fünfte PDF? Warte mir, hörst du mich? Hallo? Ah ja, genau. So, das ist eine Kombination von eine Komposition von mehreren Alphas. Und es war einfach eine ganz formale Angelegenheit, die künstlerisch umgesetzt wurde, ausgerichtet nach den Innenräumen, nach der Größe und Form der hellen Buchstabenflächen, nach dem Ausloten von positiven und Negativflächen und der Bewegung innerhalb der Flächen. Und also das hatte ich so im Kopf und habe mir dann überlegt, was ist da für eine Farbe dahinter. Und dann habe ich das Grün gewählt, weil das auch so ein Symbol ist. Grün ist eine symbolische Farbe für Erneuerung und Wachstum. Und es ist auch eine Farbe, die aus Blau und Gelb gemischt wird und so eine Balance widerspiegelt. Sie gilt auch als sehr ausgleichende Farbe und das fand ich für diese Komposition dann die richtige Farbe. Genau. Und während ich da arbeite mit diesem Anfangssymbol, irgendwie so, da kamen halt ganz unterschiedliche Fragen, haben sich da in meinem Kopf breit gemacht und ich lese die jetzt mal vor, auf Englisch. Also, what does beginning mean? Does a beginning have a beginning? Does a beginning have an end? Does an end have a beginning? Does an end have an end? What does end mean? Is a beginning an end? Is an end a beginning? When does something really start? When does something really end? If every beginning is an end, do we need an alpha? If each end is a beginning, do we need an omega? Is reading this the beginning of something? Is reading this the end of something? Und so ist diese Komposition für mich ein Symbol dafür, dass diese Fragen enthält, einfach den Anfang von etwas zu erkennen. Und damit, oder das Ende und damit wieder ein neuer Anfang. Und das ist so ein Ausdruck meines inneren Geschehens bei der Arbeit an diesem Werk. Genau. Ja, das war jetzt mein Vortrag. Ihr könnt mich gerne fragen jetzt oder Anmerkungen machen. Also ich finde es total toll, wie du dieses Alpha da in dein Bild reingesetzt hast. Es schaut aus wie so ein
offenes Unendlichkeitssymbol. Exakt, genau. Das sagt nämlich auch eine Freundin von mir, das ist ein Unendlichkeitssymbol. Und das fand ich auch total faszinierend. Ne? Also sie hat dann noch irgendwie dieses Unendlichkeitssymbol gemacht mit einem also das Unendlichkeitssymbol entsteht eigentlich aus einem Endlichkeitssymbol. Mhm. Ne? Ja, genau, das habe ich verstanden. Genau. Ja, genau. Also da war jetzt auch von einer anderen Freundin die Bemerkung, das würde sie ein bisschen auch an den Buddhismus erinnern, mhm. an diesen Kreislauf. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus, habe das versucht zu recherchieren, aber ich kam da eigentlich nicht so richtig weiter. Es ist nur dieser ewige Kreislauf. Weil eigentlich wollen die ja keinen ewigen Kreislauf, mhm. die wollen ja ins Nirvana. Ja. Und du hast so den durchbrochenen Kreislauf, wenn ich das richtig verstehe, gell? So das durchbrochene Unendlichkeitssymbol irgendwie. Mhm, mhm. Mhm. Ja, fand ich auch faszinierend, dann auch wieder dieser Gegensatz erinnert mich an Buddhismus, aber ist eigentlich ein christlich besetztes Symbol. Ne? Mhm. Das fand ich da auch ganz spannend bei dieser Geschichte. Ja, und das Schöne ist auch irgendwie mit dieser Mythologie, dieser griechischen Mythologie, wie du es verbindest, mit dieser, weil das Alpha, hast du ja gesagt, das ist ja von diesem Stier-Symbol. Ja, ja. Und in der Mythologie heißt es ja der Stier irgendwie, der die Europa ja, ja, genau. hat. Ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, ja. Ja, das finde ich auch sehr interessant, diese Verbindung mit dem Stier. Das wusste ich nicht, dass der Alpha aus der Stierkopf kommt. Das fand ich auch sehr interessant und schön, ja, so verstehe ich jetzt. Ja. Und wenn man dann aus dem Wort Alpha Stier das Wort S heraus, den Buchstaben S herausnimmt, dann ist man ja beim Alpha Tier und ja, super. Ja, also seitdem ich daran gearbeitet habe, fahren auch mindestens irgendwie 3 Autos von Pflegediensten am Tag an mir vorbei, die alle Alpha heißen. Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr spannender Einblick in eine Arbeit von dir und wo wir auch mal so ein bisschen verstehen, wie du eigentlich zu den inhaltlichen Aussagen deiner Arbeiten kommst. Also das ist ja eben ein sich beschäftigen auf ganz, ganz viel unterschiedlichen Ebenen. Du hast jetzt sehr stark eine philosophisch-mythologische Ebene hier explained, ausgebreitet. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich deine Beschäftigung auf der grafischen Ebene damit. Also du siehst Formen und arbeitest damit, du zerschneidest diese ursprünglichen die Grundlagen, also diese das ist ja auch schon Grafik häufig, was da eben zum Beispiel das Obi, was wir da ganz am Anfang gesehen haben, ist eine Wortbildmarke und die zerschnitten wird zu einem neuen Inhalt eben gemacht. Also das ist auch eine Kontextualisierung, die da entsteht für diejenigen, die sich an das Ursprüngliche ja erinnert sehen. Und diese ganzen Ebenen, die stecken in dieser Arbeit drin. Das ist so etwas, was ich so erkennen kann und was es spannend macht, da eben weiterzudenken. Entschuldigung, aber wobei dass er, was er, was seine Werke entsteht, steht unabhängig von der Ursprung. Als wir die Ausstellung vorbereitet haben vor ihm, habe ich gesagt, bitte zeig nicht den Ursprung, es ist egal, woher das kommt. Ich sehe seine Werke, ich finde auch interessant, manchmal zu sehen, welche Plakate, aber jetzt zum Beispiel hat bei der Alpha nicht den Ursprung von dieser grünen Fläche gezeigt. Für mich steht die Werke unabhängig von der Ursprung, von welche Papier hat er genommen. Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal ist es, glaube ich,
ganz sinnvoll. Also einmal nochmal zum Harald, es gibt da ganz unterschiedliche Ebenen. Es sind ja Massenprodukte, die da verwendet werden, Wegwerfprodukte, ne, all solche Geschichten, die dann zu einer Art Kunstwerk auch gemacht werden. Und also ich reiße das jetzt ganz nochmal kurz an. Das ist eigentlich, inhaltlich ist es diese Ebenengeschichte eine Sache für den Vortrag beim Daniel im November. Das ist irgendwie leserlich, wird unleserlich. Also du hast vorher eine Botschaft, ne, eine ganz klare Botschaft, die wird zerschnitten und wird eine andere Botschaft, vielleicht eine Kunstbotschaft oder sowas. Und es ist natürlich auch die Ebene da drin, für mich persönlich, dass das einfach eine ganz schöne Arbeit für mich ist, es mit dem Kleister an den Fingern und sowas. Ne? Also ich brauche das zu meiner alltäglichen Arbeit am Computer. Ne? Also dieses Alpha ist jetzt digital entstanden, klar. Es hat auch Spaß gemacht, aber eigentlich mag ich irgendwie die Kleisterfinger und diese ganzen Sachen. Und nochmal zum Vladimir zurückzukommen, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ist es wichtig? Ich habe auch immer gesagt, nee, es ist gar nicht wichtig, wo das herkommt. Man muss das Ding einfach so sehen, wie das da ist. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen so ein Zugang dann zu dem Kunstwerk, was dann da entsteht. Ne? Also letztens war hier im Büro der Sven, heißt der, glaube ich, ne? Der hier Aufsicht macht ab und zu. Der kam hier rein und was machst denn du so hier? Und dann habe ich ihm das gezeigt. Und also das ist jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt weg von der Typografie, aber der hat dann irgendwie das Ding hier gesehen, ne? Sieht man das? Ne? Und oh ja, sagt er dann. Ne? Und dann habe ich ihm gezeigt, das mache ich hier aus diesen Typen vom Italiener. Ne? Und da war der völlig geflasht. Ne? Und dachte, boah, das ist ja, jetzt finde ich das aber richtig gut. Ne? Ja, und da hatte er überhaupt keinen Zugang zu diesen Sachen und so. Und dann war der so richtig, die Augen haben geleuchtet, als er das gesehen hat. Und da habe ich auch gedacht, ja, spielt es dann doch eine Rolle. Ja, genau. Also das hat mich total geflasht, eben das zu sehen, genau wie ihn. Also tatsächlich finde ich das total irre, weil diese Plakate oder jetzt auch diese Pizza-Geschichte, also alles, was wir an deinen Vorlagen gesehen haben, die sind ja in irgendeiner Form schmuddelig, sage ich dazu. Also da ist so alles Mögliche. Aber da jetzt, also was du dann daraus machst, diese Klarheit in diese Form zu bringen, es ist total schön irgendwie. Also wenn man dann dieses Plakat, aus dem es entstanden ist, da sieht man schon nochmal eine andere Geschichte dahinter sozusagen. Mhm. Natürlich ist das ja auch selber das Wichtige, aber diese Geschichte ist schon auch echt toll. Ja, das sind ja auch immer andere Geschichten. Also bei dem Ding hier zum Beispiel, seit Monaten kaufe ich das italienische Brot, ne? Und dann wollten die mir eine andere Tüte geben. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, nee, lass ich bitte in diese Tüte, ne? Und oder hier diese Netto-Dinger, also diese Zettel, ne? Also da gehe ich immer in den Netto, in jeden Netto, den ich irgendwie sehen kann. Ich gucke dann, wo sind die ganzen Netto-Geschäfte und fahre mit dem Auto rum und sammle das, weil die wechseln die immer aus. Und dann haben die so eine große Kiste stehen, wo die immer reinschmeißen. Und das sind, so hat dann halt auch jedes Ding eigentlich seine eigene Geschichte. Also jedes Material muss ja irgendwo herkommen. Also du bist der jetzt mit dem Gelder zu Netto, oder was? Ja. Ich würde mich noch anschließen an das, was Sabine sagt, also beziehungsweise was Ähnliches. Weil für mich ist es ziemlich spannend, wenn eine Sache relativ einfach aussieht und noch dazu relativ unhaptisch oder gar nicht existiert, weil es so digital ist. Wenn man dann aber weiß, was dahinter steckt, lädt es irgendwie selbst einen Streifen oder einen Punkt total auf, finde ich. Also dann ist diese Diskrepanz zwischen einfacher Umsetzung und viel theoretischem Hintergrund eine ziemlich tolle Sache, finde ich. Dein Motiv ist jetzt vergleichsweise komplex, aber trotzdem hat es bei mir irgendwie gegriffen, weil es, ja, sowas, dieses Digitale hat für mich persönlich auch immer was Einfaches. Es ist einfach,
Das ist, wie du sagst, nicht mit Kleister, nicht mit echtem Papier. Es ist einfach so nicht existent dahin gepixelt, sage ich mal. Ihr wisst vielleicht, was ich sagen will. Ja. Und dieses eigentlich Nicht-Existierende ist dann aber doch so wichtig, weil es so einen Hintergrund hat. Ja. Also irgendwie erinnert mich das an so Sachen, die ich auch mal irgendwann im Atelier Frankfurt, glaube ich, gesehen habe. Da hat jemand einfach nur ein Wort auf ein Plakat geschrieben, das völlig banal ist, aber mit dem Gedanke, dass da, was dahinter ist, ist das Wort auf etwas ganz anderes. Und so ähnlich mit dem Beispiel könnte ich es vielleicht auch jetzt so bei dir beschreiben. Genau. Okay. Ja, also das, also bei den anderen Sachen, bei diesen Kleistergeschichten, da mag ich auch einfach, dass man das sieht. Ne? Das ist ja nicht alles irgendwie clean und so. Man sieht dann, wenn man näher rangeht, irgendwie die verschiedenen Schichten und all solche Sachen. Ne? Ist schon mit doch. Ich habe, natürlich bleibe ich erstaunt, wenn ich bestimmt das Plakat sehe und sehe, woher kommen die Ursprünge. Das ist, darum geht es auch nicht für mich. Ich möchte nur diese Falle der Exotik habe ich dich aufmerksam gemacht, als auf die, in diese Zeit der Ausstellung, die wir gebaut haben. Ja. Es sind verschiedene andere Aspekte, wie die Meditationsarbeit, die du machst daraus, deine tägliche Bedarf und diese Kleister in deiner Hand oder den Weg, den du genommen hast, bestimmte Sachen zu realisieren. Das finde ich interessanter, persönlich, das ist meine persönlich dann jetzt, als woher das kommt. Und ich sehe immer als diese Falle, okay, das ist halt etwas populär dazu und vielleicht als Verkaufsstrategie sogar super gut funktionieren kann. Aber ich habe dich vielleicht versucht, dich aufmerksam zu machen für deine Kunst in Zukunft, dass es nicht nur daran liege, bleiben soll, dass es mehr über diese andere Teile, die du jetzt für uns zum Beispiel in diesem Vortrag gemacht hast, Schwerpunkt mehr zu legen. Das war meine Anliege. Ja. Ja, ich bin da zwiegespalten. Vielleicht braucht es auch einfach irgendeine Zeit noch oder sowas. Ja, es ist viel einfacher zu sagen, da und da, es geht schnell, entsteht eine schnelle Kommunikation, auf jeden Fall, das ist überhaupt keine Frage. Die Sache ist, wie tief man manchmal braucht und gehen möchte. Es hängt davon ab, in welchem Kontext auch, das ist in einer Ausstellung oder in einer Verkaufsstrategie, das sind unterschiedliche. Ja. Strategie, die man folgen soll, finde ich. Ja, es sind meiner Ansicht nach ja auch unterschiedliche Narrative. Du hast jetzt sozusagen so ein bisschen diesen philosophisch-mythologischen Narrativ uns nahegebracht, der eben existiert und den du jetzt auch verbalisieren konntest für diese spezielle Arbeit eben auch. Es mag sicherlich... Er hat nie über Mosaik gesprochen, ich habe zuerst gesprochen. Es ist aber sicherlich auch so, dass Arbeiten sicherlich auch entstehen, die kommen aus so einem inneren, Empfinden heraus, ohne dass du das vielleicht verbalisieren kannst und ohne dass das so da ist. Also das ist so meine Vermutung. Und wenn du dann gefragt wirst, wieso hast du das eigentlich gemacht, dann kannst du nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, ist so gekommen, oder? Ja, genau. Also das ist so, ich weiß, also normalerweise weiß ich eigentlich nie, was dabei rauskommt. Ne? Also ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Jede Form entwickelt sich da selber. Ich mache da keine Skizzen oder sowas. Das ist dann auch oftmals ein bisschen abhängig von den vorhandenen Formen. Ist das, was sind das für Buchstaben? Sind die lang, schmal? Sind die klein, dick und sowas? Und so entwickelt sich das einfach von sich. Ne? Ich weiß es nicht. Es wird auch tausendmal überklebt. Es gibt auch Sachen, die ich dann einfach weggeschmissen habe, weil es wurde nichts. Da kam ich nicht mit klar. Ne? Und da ist es natürlich immer auch
Also ich bemerke es mal gerade nochmal zum Beispiel hier bei dem Ding, was mir irgendwann mal aufgefallen ist. Ne? Hier bei dem Ding. Ne? Seht ihr das irgendwie? Mhm. Ne? Ja. Das ist ein Plakat vom Schauspiel. Ne? Also geschlossene Gesellschaft. Ne? Und da kommt dann am Ende so eine geschlossene Form raus. Ne? Ja, ja. Und sowas finde ich faszinierend. Oder was man auch eben dieses Grüne, was man jetzt auf deinem Bildschirm sieht, hinten, dieses von den Grünen, ne? Genau, das entstanden ist aus dem Plakat für eine Partei und du hast hier so eine Art Sprechblase, ne, wo nichts drin ist. Ne? Also das wundert mich dann selber. Das stelle ich dann halt selber später dann mal so fest. Ne? Und das ist jetzt nicht bei allen Sachen und so, aber das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Ja. Ich finde interessant, dass bei deinen Arbeiten immer Typografie eine ganz scheinbar eine Quelle ist, vielleicht, ja, weil das meiste Material auf Plakaten ist. Oder ist Typografie für dich was Besonderes? Ja, das ist schon was Besonderes. Ich mag Typografie einfach ganz, ganz gerne. Und also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Geschichte, das hat was mit den verschiedenen Ebenen zu tun, die der Harald eben angesprochen hat. Weil ich bin ja Grafikdesigner, ne, und arbeite mit Typografie, ne, natürlich auch mit Bildern und Farben und Flächen und Formen oder sowas. Aber hauptsächlich ist es ja so, dass du eine Botschaft mit Typografie formulierst, ne, kommunizierst mit Typografie. Und das fand ich dann auch wieder, jetzt sind wir dann doch schon fast bei dem Vortrag von Daniel, aber das fand ich dann auch wieder spannend, weil in meiner Broterwerbsarbeit geht es mir darum, Kommunikation darzustellen, also Botschaften zu transportieren. Ne? Und in der freien Arbeit werden einfach Botschaften zerschnitten. Und unförmig gemacht, unleserlich gemacht. Ne? Und also dieser Gegensatz, dieser Kontrast. Ne? Also ich habe das damals auch mal gesagt in der Ausstellung, es ist ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne? Ja. Gehst du nicht schon, hört ihr mich, ja? Ja. Ja, gehst du nicht sogar einen Schritt weiter, dass du Arbeiten von anderen Grafikdesignern, die ja so eine Botschaft gemacht haben, typografisch, ja, wieder umdrehst. Das ist ja nicht irgendeine Botschaft, sondern da war ja ein Grafikdesigner im Normalfall dran. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ja, ja, das ist dann nochmal eine Stufe mehr. Ne? Ja, das Arbeiten im anderen Sinn. Da habe ich nämlich irgendwie auch dran gedacht, weil ja letztens fiel hier auch irgendwie das Wort über die Autorenschaft. Mhm. Ne? Das ist auch nochmal eine Sache, die eine Rolle spielt. Hm? Ja, das hat natürlich was wie das Samplen von Musik, wie der DJ, der sich irgendwelcher Dinge bedient und daraus was Eigenes macht. Das ist quasi auf dem bildnerischen Wege, tust du so etwas auch. Mir ist eben das Wortpaar eingefallen, Construct, Deconstruct. Also du bist natürlich jemand, der etwas dekonstruiert auch, klar, ja, jetzt bis hin in die philosophische Ebene hinein, ist ja so eine ganz wesentliche Strömung auch Ende der 90er Jahre ganz stark eigentlich gewesen und möglicherweise hast du das damals als junger Mann gar nicht mal so sehr mitbekommen, weiß ich nicht. Bei mir ist es sehr stark gewesen zum Beispiel, auch im Bereich Architektur. Also auch da haben wir das, also ist diese philosophische Thematik der Dekonstruktion unseres gebauten Umfelds und der Sprache und so weiter reingekommen in diese Architektur. Das mag möglicherweise bei der Grafik, bei der Typografie irgendwie auch gewesen sein. Ja, ja. Zeitpunkt, ne? Ja, ja, ja. Das war ja hier mit dem Amerikaner, wie heißt er nochmal? Da gab es so ein Heft, Raygun, was der rausgebracht hat. Sagt euch das was?
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das, ich weiß, das war in den 90ern so. Da fing das an, ja. Ich wollte etwas sagen. Punkt mit dem, warum du Schrift nimmst. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Und ich kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen, weil ich auch Collagen mache, dass die Schrift einfach das Material ist, das die klarste Form bietet im Vergleich zu irgendwelchen Fotos. Ne, Fotos sind immer anders und du zielst da wirklich ab auf klare Konturen, keine Übergänge, keine irisierenden Flächen oder so. Und so kann ich das ganz gut nachvollziehen. Bei Schrift hat man viele Plakate immer dasselbe Material, das gleiche Material, das sich nicht irgendwie ändert. Und das konnte ich so ein bisschen zu mir eine Parallele ziehen, meine ich. Ja, ja es gibt aber, es gibt auch andere Sachen, die jetzt noch nicht. Also ich habe das schon mit anderen Sachen probiert, mit irgendwelchen, also eins, das war so eine, diese FTP, also da ich ja irgendwie in der glücklichen Lage war, massenhaft Wahlplakate mal aufzufinden, die merkwürdigerweise da bei der Eissporthalle, da waren massenhaft Plakatflächen und ich bin da vorbeigefahren, dachte super, boah, da musste man gucken, man wartet mal die nächste Regennacht ab und so. Und dann bin ich ja irgendwie eine Woche später nochmal vorbeigefahren und da waren ey, merkwürdigerweise die ganzen Plakate mit Typografie, die waren alle weg. Ne? Waren alle weg. Da dachte ich, scheiße, irgendwie. Das gibt es doch gar nicht. Ne? Und dann bin ich aber nochmal vorbeigefahren und dann, also auf dem Rückweg, und dann lagen die alle da. Ne? Dann lagen die ganzen Typo-Sachen, lagen dann alle da. War irgendwie nass, ich habe sie ins Auto gepackt. Irgendwie 3 Tage lang glitschnassen Dinger. Das Ende, im Endeffekt irgendwie war die komplette Elektronik vom Auto kaputt, ne, weil die so feucht waren und ausdünsteten. Und aber nur so als Beispiel, ist jetzt viel zu weit irgendwie so, aber da war auch ein so ein Plakat von der FDP, Dorothea B. oder so, und die hat so eine gelbe Jacke angehabt. Und da habe ich denke ich aber was gemacht mit Flächen. So, das ist noch nirgends zu sehen. Also da gibt es auch so das Bedürfnis, das mal anders zu machen oder so. Denn ich habe hier die ganzen, jetzt haben sie neue Plakate, aber hier alle Plakate jede Woche vom Markauf mir geben lassen, die sie immer draußen hängen haben. Und da gibt es auch viele verschiedene Sachen, die habe ich mir angeguckt, hier so ein schönes Gurkenglas, ne? Damit man eine schöne Collage machen. Und solche Sachen, aber da bin ich, das kommt vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht wird es auch nichts. Bin ich gespannt. In der sauren Gurkenzeit, der ja, schönes, das sagen. Schönes Hengstenberg Gurkenglas. Ja. Hast du schon etwas oder hast du eine Verbindung oder hast schon gehört oder bist du etwas an dir gefällt, die konkrete Poesie? Weil ich verbinde deine Arbeit eher mit der konkreten Poesie als mit der anderen Bewegung, die jetzt bis jetzt gesprochen wurde. Ich weiß, dass du da ein Hintergrund mit Grafik ist, aber ich sehe als visuelle Arbeit viel eine große Verbindung mit der konkreten Poesie. Das habe ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig. Das ist eine Bewegung der 50er Jahre in Europa, in der Schweiz und in Brasilien sehr geprägt ist. Eigentlich vom Brasilianer Haroldo de Campos erfunden ist, aus São Paulo. Aber hat sich einer davon. Ja. Okay. Einer der Großen davon, genau. Ja. Und aber in der Schweiz hat sich auch viel verbreitet, in der 50er Jahre hat sich sehr verbreitet in Europa auch. Ah ja, okay. Aber wenn du nicht verbindest, vielleicht ist etwas, das du suchen sollst, vielleicht, oder so sage ich als Typ so, dass diese Visualisierung von Buchstaben, ja. von Typografie und diese Mosaik, die du daraus baust, hat viel mit dieser konkreten Poesie. Weil das eine visuelle Erfahrung auch ist. Ist nicht nur eine Botschaft, es ist eine visuelle Botschaft mit dem Buch, mit der Typografie. Mm, yeah, das ist ja viel mit der konkreten Poesie auch zu tun. Okay, das erinnert mich so ein bisschen an die 20er, auch mit Schwitters und so. Haben die nicht auch solche Sachen gemacht? Also die Futuristisch habe ich schon gemacht in der 30er Jahre, also Ende des 20er, 30er Jahre. Die Futuristisch gab es auch schon, das war die erste Postulate, aber die als konkrete Poesie hat sich etabliert in der 50er Jahre. Mm, okay. Also interessant finde ich auch, dass deine Arbeiten tatsächlich diese konkrete Poesie den Ansatz
Ich verstehe, wie du darauf kommst, Vladimir. Was ich aber lustig finde, es gibt zwischen dir und mir so eine Verbindung, Thomas, weil wir beide Grafiker auch sind, also ich sozusagen als zweites nach dem Maler sein und du sozusagen Maler als zweites nach dem Grafiker, sehe ich jetzt mal so, weil ich finde, deine Sachen nehmen einen sehr malerischen Weg oder die folgen einer eigenen Gesetzmäßigkeit in sich. Ja? Und was bei der konkreten Poesie interessant ist, dass die sehr stark die Werbung beeinflusst hat. Also Werbung wurde später sehr intensiv durch die konkrete Poesie, also zum Beispiel das Wort Haus, ein Haus bildet zum Beispiel. Das wäre so ein plattes Beispiel, aber für eine der vielen Arten von konkreter Poesie. Formsatz sozusagen. Formsatz, genau. Und die hat es sehr stark gemacht und die Werbung hat es sehr stark adaptiert. Und du bist jetzt sozusagen, kommst aus der Werbung und dekonstruierst und aneignest dir wieder sozusagen diese Abstraktion. Das finde ich einen sehr, sehr tollen Prozess. Ich bin ein großer Fan von deinen Arbeiten, weil die einfach eine große zwingende Logik in sich haben. Also es ist zwingende was? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Eine zwingende Logik in sich haben. Also sowas, wo du dann auch sagst, ja, da Autorenschaft ist wurscht, ich mache das einfach. Ja, also du dekonstruierst es und eignest dir es an. Und das ist ein völlig legitimer und richtiger Weg in der Kunst, finde ich. Also insofern ist das mit der Frage, wenn die Autorenschaft für dich ein Problem, oder wenn ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe vorhin, ich finde Autorenschaft ist in dem Moment, wo man Sachen dekonstruiert oder überhaupt wahrnimmt, spielt die keine Rolle mehr. Das geht ja durch deine Maschine wieder durch deine Arbeit. Ja, nee, ist kein Problem. Also für mich die Autorenschaft, das ist nur ein Aspekt, der eine Rolle spielt, dass es ein anderer Grafiker gemacht hat und ich benutze es als Grafiker und mach diese Sachen draus. Schön finde ich halt auch das Bild, du baust etwas Neues, du schaffst etwas Neues, du konstruierst etwas Neues, indem du etwas anderes durch das Zerschneiden ja eigentlich erstmal zerstörst. Also du dekonstruierst, um etwas zu schaffen. Ja, genau. Ganz anders als sozusagen das Gegenteil. Viele Menschen bauen etwas auf und es wird dann zerstört. So. Ja. Also das ist so dieser übliche Zyklus und bei dir ist der Zyklus genau andersrum. Ja, ich habe das auch schon anders probiert. Also es gibt mehrere Leute, die arbeiten auch so mit Typografie und sowas und das ist alles sehr dekonstruktivistisch und ich habe das ausprobiert. Aber ich habe irgendwie das innere Bedürfnis, da muss irgendeine Form, da muss was Neues, eine Form einfach entstehen. Ich komme da auch nicht raus. Ich habe auch andere Sachen gemacht und es haben Leute gesehen, oh, die fanden es gut, aber das gefiel mir überhaupt nicht. Ne? Also Leute, die Meinung auch schätze und so. Und ich habe sie dann wieder überklebt. Also es war nichts. Ne? Sie braucht da eine Form. Das ist so ein inneres Ding, was Schönes auch zu schaffen oder wie auch immer. Ja. Mir fiel noch ein Aspekt ein, den Vladimir, als Vladimir vorhin von der konkreten Poesie sprach, was mir noch nicht so klar wurde, jetzt aber so ein neuer Aspekt als Sichtweise auf deine Arbeiten sind, als Texter vielleicht umso mehr, dass ich irgendwie deine Arbeiten auch als Konzentrat eines Wortes oder eines Inhalts sehen kann. Du hast quasi dann, so kam mir das vorhin, so ein Prozess, wo du viele Inhalte, viele Worte auf diese eine Form runterbrichst, die aber nicht mehr das erkennen lässt, was es vorher war. Und dadurch wird es was anderes, aber trotzdem wie die Essenz von etwas, was es vorher war. Also das finde ich ganz sexy, so als Texter, ja. Muss ich sagen. Das, ja. Ja, und wie gesagt, manchmal spiegelt es sich. Man so Steno oder so Morse auf was ganz anderes runter reduziert, als es eigentlich ist, aber dahinter steht eine ganze Welt an Kommunikation, Möglichkeit und so ähnlich. Ja, genau, das war ein Beispiel, was ich dazu noch hatte. Ja, das ist auch das, dahinter steht eine ganze Welt. Also es ist auch so, dass ich immer genug Material brauche für die Sachen.
Und das ist schon manchmal ein hartes Stück Brot. Ne? Also nicht, dass man es kriegt, sondern wenn einfach nicht genug da ist. Ne? Also ich hab's dann auch manchmal, es ist ganz selten, aber ich fotografiere es dann, das Plakat, und mach's im Photoshop. Ne? Zerschneide es, setze es da irgendwie zusammen und druck's dann aus und mach getreu Linien und es ist eine stumpfe Arbeit, ehrlich gesagt. Ne? Das dann so genau zu kleben, wie sich das da im Photoshop gemacht hat. Das ist nicht dasselbe Erlebnis dann. Ne? Das ist aber, wenn du deine Vorlage neu reproduzierst, weil du sozusagen nicht genügend Originalvorlagen hast, dann ist es ja eigentlich schon fast ein Fake, was du da machst. Nee, das ist ja, ich produziere nicht. Ich böse neben dir. Nee, ich produziere nicht die Vorlage neu. Ich habe ja nur eine dann. Also wenn ich so ein Ding brauche, dann habe ich am besten irgendwie 20 Plakate. Und ich habe aber jetzt nur eins von einem. Weißt du? Und deswegen habe ich, weil dieser Weg dahin, da braucht man Unmengen von Material. Und wenn man dann denkt, dass ich muss hier sich selber dann so ein bisschen zusammenkneifen. Ich muss aufpassen, wo ich mit dieser Rundung jetzt hinkomme, weil dann ist die dann weg. Ah ja, jetzt verstehe ich. Das ist das Problem. Und dann ist so eine einengende Arbeit und es geht gar nicht. Ne? Also das heißt, du brauchst einfach, sage ich mal, 20 gleiche Plakate, damit du fängst dann an und schnippelst das eine auseinander und dann setzt du die neu zusammen und denkst, okay, und wenn ich jetzt hier das anders geschnitten hätte, dann käme ein viel besseres Ergebnis raus, dann schiebst du das beiseite, nimmst das nächste Plakat, fängst dann nochmal neu an und achtest dann auf diese Erfahrungen aus den vorigen Versuchen und am Ende, beim 20., sage ich mal, hast es dann einmal richtig gemacht. Alles andere war quasi sozusagen Skizzen. Ja, aus dem Fake kristallisiert sich die Wahrheit heraus, die Essenz, finde ich. Weiß nicht. Ja, das ist die absolute Wahrheit, die Essenz von diesen, weiß nicht, also so fühle ich das. Irgendwie. Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was der Daniel eben meinte, ne? Dass es eine Essenz ist von Buchstaben, von der Aussage, ne? Inhaltlich. Ja. Und ich finde es auch irgendwie charmant, was du gerade sagtest oder wie du erzählst, dass du, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, wie du dein Material suchst und auch bemüht bist, da hinterher zu sein. Und außerdem noch, wie du jetzt beschreibst, wie du mit Collagen umgehst und was Harald dazu gesagt hat, wenn das Stück weg ist, ist es weg. Also das ist wirklich 1:1 Parallele auch zu meiner Arbeit, wo wir komplett im Collage-Bereich zumindest unterschiedlich arbeiten oder unterschiedliche Ergebnisse rausziehen. Und da fiel mir jetzt auch ein, vom Material beschaffen. Das ist bei mir exakt das Gleiche. Und so wie du da mit dem Auto 5-mal an einem Plakatwand vorbeifährst und in die Brücke, so habe ich es schon gebracht, dass ich zum Beispiel im Viertel die Papiertonnen durchsucht habe, weil ich diesen einen Flyer von Penny brauchte. Und zwar nicht nur dreimal. Ja, man kommt wirklich zu ganz skurrilen Aktionen, die man sonst nie machen würde, aber die Kunst treibt einen irgendwie zu so crazy Zeug. Ja, und also es ist auch, deswegen natürlich eben dieses, nicht dieses Obi-Ding, aber zum Beispiel Obi-Kisten könnte man ja kaufen, theoretisch, wenn es nicht reicht oder so, aber da war unten eins auch von so einem Flyer, von so einem Baumarkt. Das ist natürlich super, du siehst sowas, du siehst große Buchstaben oder in dem Fall Zahlen und da liegt dann so ein Stapel von einem halben Meter von diesen Prospekten, ne, die dann alle in mein Auto wandern. Gehe ich ja nochmal hin und hole da noch welche und so. Nee, das ist schon gut. Also ich finde es auch, es hat mich auch mal unterhalten, wo jemand sagte, na dann lass die doch einfach drucken, die Plakate, und mach das dann damit. Das ist nicht dasselbe. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Es geht nicht. Das Ariane wollte was sagen. Fake, ne? Wenn du das machen willst. Ja. Das hieß ja aber, dass ja es eigentlich ein richtig und ein falsch gäbe, was ja auch nicht der Fall ist. Also ich fände es durchaus legitim, wenn sich ein Künstler sein Material selbst produziert. Es ist natürlich vom Hintergrund, von der Philosophie was anderes, aber es wäre dann vielleicht aus der Not gedrungen, was Ähnliches bei dir, wenn du jetzt ein tolles Stück hast und es vervielfältigst, um Material zu generieren. Ja, habe ich auch
Freak-Sichtbarkeit. Man kann es als Freak sehen, aber ich sehe es dann auch als legitim, weil was der Künstler macht, ist die Kunst, egal woher. Ja. Also da muss ich sagen, also ich habe das irgendwie einmal gemacht, mir Plakate drucken lassen, ne, ziemlich groß auch, und bei wir machen Druck oder so, ne? Boah, dann kamen die dann an und weil es jetzt natürlich irgendwie nicht 5.000 waren, sondern 100 oder 50, machen die das im Digitaldruck. Und das Papier ist totaler Schrott. Das kannst du überhaupt nicht verarbeiten. Das kannst du nicht mit Kleister arbeiten. Ey, da habe ich mit Sprühkleber gearbeitet. Das ist ein Kack. Das ist ein echter Kack. Also, und bei deiner Arbeit wirklich, ja. Ich arbeite auch mit Sprühkleber, aber einfacher. Ordnungssache. Janne will etwas lange etwas sagen, bitte. Ich habe eine Frage, die nichts mit dem Material zu tun hat. Darf ich die stellen? Ja, klar. Ich habe eben mal ein bisschen geguckt, weil ich kenne deine Arbeiten nicht. Ja. Ja. Also das für mich hier ist für mich eine sehr malerische Arbeit. Ja. Im Gegensatz zu denen, die ich jetzt hinten bei Harald sehe. Ja. Das sind ja auch deine Arbeiten, ne? Find ich ja, auch. Ja. Und wann und wie entscheidest du, kann sein, dass du es schon erzählt hast, aber da ich leider ein bisschen später kam, wann und wie entscheidest du, dass du malerisch wirst in deinen Arbeiten und wann und wie und durch was entscheidest du, dass du grafischer arbeitest? Ach so, du meinst jetzt irgendwie die Decollagen und die Collagen. Also die Decollagen, das ist eigentlich was... Das ist eine Decollage. Als Maler, genau. Das ist das, was du als malerisch bezeichnest. Ja. Das ist eine Sache, das habe ich... damit fing ich an, sozusagen, mit den Decollagen. Also irgendwann, ich mache immer im Urlaub, mache ich irgendwelche Postkarten und sowas und für Freunde, mache Collagen und so. Und irgendwann fing ich dann mal an zu hobeln und abzureißen und dachte, was ist denn das hier? Das sieht ja eigentlich ganz gut aus und habe da weitergemacht und dachte, ich hätte das erfunden. Dann irgendwann sagte meine Frau, du weißt, dass es aber schon gibt hier. Ne? So und so. Und dann, wie gesagt, habe ich die noch eine Weile gemacht und ich hatte dann irgendwann mal ein Plakat von... Ariana Grande Dangerous Woman Tour und da war so eine Typografie drauf und ich dachte, das kann man nicht zerreißen, das geht überhaupt nicht. Ne? Und so ist eigentlich dieses erste grafische Ding entstanden und da habe ich dann so weitergemacht. Also die Decollage ist eigentlich früher, das hat mich dahin gebracht. Das sind deine frühen. Ja, genau, das habe ich dahin gebracht, ne? Weil da habe ich auch gedacht, also Decollagen gibt es ja auch. Es gibt auch massenhaft Leute, die Decollagen schon immer machen. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, wo das herkommt, ne? nach dem Krieg und so. Und da gibt es ja auch tolle, ganz tolle Leute. Das geht ja dann so ein bisschen über, auch später in die Pop-Art und so. Das ist schon spannend, aber das andere, das war eher so mein Ding, ne? meine Sache. Deswegen. Also das heißt, du unterscheidest schon zwischen Anfang und jetzt und das, was du jetzt logischerweise jetzt tust, ist für dich durchdachter und konzipierter und auch wertvoller, sag ich mal. Ja, ist es auf jeden Fall, ist wertvoller. Ja. Also das bin mehr ich. Ne? So, ja. Und ich springe auf das Malerische an. Ja. Finde ich spannend. Ja. Das ist mir als erstes aufgefallen. Ja. Aber was wertvoller ist, das entscheidet ja die Kunstgeschichte und nicht du selbst. Das ist ja auch. Ich weiß nicht, wie ich es anders benennen wollte, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, aber das stimmt schon so. Also aber ich habe auch viel mit Malerei zu tun gehabt, habe da ja auch wie der Paul da Kurse besucht in der Akademie in Trier und sowas, mit Malerei, freier Malerei und Aquarellmalerei und solchen Sachen. Und das habe ich schon oft gehört, dass diese Sachen, da merkt man schon, dass da irgendjemand, der was Malerisches auch hat, also bei den Decollagen, das habe ich schon gehört, ne, dass das was Malerisches hat. Auch. Ja, das stimmt. Also ich finde schon, dass man deine Arbeiten auch im Original sehen muss. Von denen haben eine ganz krasse Haptik und da sind einfach Details drin, Fehler im Druck, Kleinigkeiten in der Struktur, Sachen, die ganz leicht über eine Linie verschoben sind. Also ich finde, da ist dieses Malerische viel stärker eingelöst, als man das jetzt vielleicht so denkt auf den ersten Blick. Also gleichzeitig finde ich aber, hast du in dem Gesamtprozess, hast du was gemacht, was ich so vorher noch nicht gesehen habe. Also es hat so eine Novität,
die ja für einen Künstler manchmal ganz wertvoll ist und bei dir ganz stark verbunden mit dir als Künstler einfach ist. Und das, finde ich, kannst du dann auf alle Bereiche ausweiten und anwenden, die du möchtest. Also du hast da wirklich was nicht erfunden, aber gefunden, die erarbeitet. Also ich finde das ganz großartig. Mhm. Also eine klare Handschrift, könnte man fast sagen, ja. Weil man weiß genau, was von dir ist. Mhm. Und das, ja, stimmt, hat schon mal recht. Ja, das ist auch schön, dass man manchmal die Verwitterung sieht. Weißt du, dass du eine blaue Fläche hast und dann ist da ist die ein bisschen verwitterter oder von einem anderen Plakat, was an anderer Stelle hing oder so, ist das Blau ein anderes und so und es passt dann trotzdem nicht. Das finde ich, das gefällt mir auch, deswegen muss man das sehen aus der Nähe auch. Und also als die Ausstellung hier war zum Beispiel, da war einer, der war 2 Stunden lang, hat er sich jedes Bild angeguckt. 2 Stunden, ich habe gesagt, was macht der denn? Das ist doch gar nicht. Und nach 2 Stunden kam er zu mir und sagte, irgendwie, das will ich kaufen. Und, ja, das ist doch ein wunderschöne, ja. Wunderschöne ja. Wenn eine Ausstellung so sozusagen so endet, dann ist es doch ganz hervorragend. Ne? Ja. Und ich würde jetzt sagen, es ist 18 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise 19 Uhr Athener Zeit. Wenn jetzt sonst niemand mehr eine Frage an Thomas hat, würde ich sagen, sagen wir herzlichen Dank. Ich gucke noch mal in die Runde. Danke, Thomas. Ja. Danke an alle.